Wie viel Konsum kann ich nach außen zeigen, dass es nicht nach Sucht aussieht? Welches Auto steht auf dem Parkplatz? Kennt mich jemand in dem Supermarkt und wo ist die Kassiererin vom letzten Mal? All das sind keine Gedanken aus einem Psychothriller, nein, es waren Gedanken von mir und meiner Sucht. Es war die Phase gewesen, wo ich schon längst wusste, dass ich abhängig bin und wo ich aber krampfhaft versucht habe, nach außen ein normales Leben zu präsentieren. Und das bedarf Kraft und Anstrengung. Man muss sehr vorausschauend denken, man muss sehr gut planen und man kommt sich sehr oft so vor, als ob gleich jemand um die Ecke kommt und einen ertappt. Und sehr oft habe ich mich in Situationen vorgefunden, wo soziale Treffen und mein Konsum nicht gepasst haben und ich trotzdem versucht habe, es zu verstecken. Und so wird man langsam, aber sicher paranoid und dreht sich um, wo es vielleicht gar keinen Grund dazu gibt. Doch all das erkläre ich in diesem Video, meine Lieben. Die Sucht, der verzweifelte Versuch, ein normales Leben zu präsentieren und letztendlich paranoide Gedanken. Bis gleich. Servus Leute, grüßt euch. Sonntag 16 Uhr, Flaschengeistzeit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute geht es um eine Phase in meiner Alkoholsucht, wo ich wusste, dass ich alkoholabhängig bin, weil ich auch wusste, dass meine Trinkmengen schon so exorbitant hoch sind und meine Trinktage auch jeden Tag eben waren. Und ich trotzdem verzweifelt versucht habe, und ich glaube, jeder Abhängige kommt irgendwann in diese Phase, wenn er diesen Weg leider Gottes bis zu Ende geht, dass man versucht, verzweifelt nach außen hin ein normales Leben zu präsentieren, so gut es geht. Und zu einem normalen Leben gehört letztendlich halt auch dazu, soziale Treffen, Freunde treffen, auf Feiern gehen, ins Stadion gehen, in Konzerte gehen, wohin auch immer, auf die Arbeit. Das, was sich eben Leben nennt, ne? Und wenn man aber eben trinken muss, trinken will und auch bei den Gelegenheiten mehr trinken muss, als das Außen trinkt, dann matcht das nicht sehr gut. Und irgendwann kommt es zu Situationen, wo man nicht nur vorplant den Konsum, also überlegt, was trinke ich davor, weil wie viel gibt es Situationen her, wo ich hingehe, wie viel ich da trinken kann und wie viel kann ich danach trinken und was ist morgen, also diese ganze Planung und Beschaffung und sowas. Man plant auch in der Situation, also ich habe das getan, in der Situation, wie viel kann ich dort trinken und wie viel ist noch. Wie viel von meinem Konsum kann ich vor Leuten zeigen, damit es nicht nach Sucht aussieht? Und dieses Gefühl hatte ich schon lange verloren. Ich wusste nämlich nicht, wie viel ist denn noch normal? Wie viel empfindet das Außen als normal? Also habe ich versucht, mich am Außen zu orientieren. Wenn ich wusste, ich gehe auf eine Veranstaltung, wo ein paar Bierchen getrunken werden, habe ich mich versucht, daran zu halten. So, also die Trinkmengen dem Außen anzupassen. Mein Bedarf war allerdings viel höher gewesen. Also musste ich meinen Konsum, den ich haben wollte, ohne es dem Außen zu zeigen, natürlich um die Situation herum bauen. Oder, und jetzt kommt's, in die Situation einbauen, ohne dass es das Außen sieht. Und irgendwann beschleicht einem so das Gefühl, ob das so ist oder nicht, verdammt, irgendwie, die wittern doch was. Irgendwie, die merken doch, dass was nicht stimmt. So, mein Aussehen war auch schon so ein bisschen. Jedenfalls kam es mir so vor, irgendwie nicht mehr ganz normal gewesen. Und auf der Arbeit habe ich mich auch immer öfter krank gemeldet, war unzuverlässig geworden, bin zu spät gekommen. Da habe ich mir auch immer gedacht, die merken doch, dass da was nicht stimmt und sowas. Und ob das so war oder nicht, aber für mich war es so gewesen. Ich hatte diese Vermutung gehabt. Und so ist es sehr oft der Fall, dass man in Situationen geht, diese Vorausplanung macht. Mit dem Konsum eben, wie viel Menge ist noch normal, wie viel kann ich mir erlauben, wie viel muss ich drumherum bauen und vor allen Dingen in der Beschaffung und der Entsorgung, welche Tageszeiten und sowas, wo kann ich gesehen werden. Und so kam es zu Situationen, die mir passiert sind, die ich euch jetzt erzählen werde, warum sich bei mir langsam so wirklich Verfolgungsgedanken eingeschlichen haben und so ein Schutzgedanke, dass ich fast schon paranoid geworden bin, möchte ich fast schon sagen. Das ist nicht übertrieben. Doch, meine Lieben, ich beginne von vorne und das erste Beispiel, das habe ich wirklich fast schon verdrängt. Ich habe ein Video gemacht zu Verstecken der Sucht. Schaut euch das an, das ist wirklich sehr lohnenswert. Hätte eigentlich auch da reingepasst, aber es ist mir nicht mehr, man überlegt so, ne? Das Ganze ist 10 Jahre her. Die Situation schon länger als 10 Jahre. Also vor 10 Jahren war mein Alkoholentzug gewesen, blende ich euch auch ein, falls ihr es noch nicht gesehen habt, das Video sehr lohnenswert. Und
Das ist so krass, weil in dieser Zeit so viel passiert ist, dass man Dinge einfach wieder vergisst. Und die Situation, die war für mich vom Empfinden als Betroffener so krass gewesen, weil sie so viele Sachen aufzeigt und aufdeckt, dass ich das wirklich verdrängt habe. Und letztens ist mir das gekommen. Ich habe mir gedacht, das muss ich euch erzählen, auch wenn es mir vielleicht nicht, ja doch, mittlerweile fällt es mir nicht mehr so schwer, aber damals hätte ich das nicht erzählen können. Es war ein Sommertag und ich saß im Biergarten mit 4 anderen Leuten. Ganz normal, Samstagnachmittag, man trinkt ein paar Bierchen im Biergarten. So, mein Plan war gewesen, weil ich weiß noch, dass an diesem Tag abends ein Bundesligaspiel war, dieses 18:30 Topspiel, war irgendein großes Spiel gewesen. So, und der Plan war gewesen, du trinkst jetzt mit den Jungs da, mit den 4 Jungs da deine Bierchen, dann verabschiedet ihr euch und dann guckst du beim Fußball, also trinkst beim Fußball dann deinen Whisky. So, den hatte ich aber noch nicht, den musste ich auch noch besorgen. Und dann sagt einer von den Jungs, ey, lass doch zusammen das Spiel gucken. Okay. Und dann schlagen die vor, ja Marius, lass doch zu dir gehen. Du hast doch Sky und hast doch, hier geht doch, ne? Bei dir ist doch hier nichts los und so. Nichts los, also freie Bude sozusagen. Ne? Und ja, ich sag ja. Ich sag ja, klar, natürlich, kein Problem, können wir machen. Und damit war mein Plan, danach alleine zu konsumieren, ja nicht mehr möglich. Also habe ich gesagt, ja, hier wollen wir noch was zu trinken holen. Ja, hast du Bier daheim? Ja, habe ich. Ja, alles klar, das reicht uns. Also die drei wollten nur Bier trinken. Ich wollte aber Whisky trinken. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, dann hätte ich das ja sagen können. Hier, ich hole mir noch eine Whiskyflasche. Aber wie schon gesagt, das ist eine Phase der Sucht, wo einen ständig das Gefühl beschleicht, ich trinke halt so viel und immer und irgendwann muss es doch gesehen werden. Also habe ich partout vermieden, mehr zu trinken in sozialen Situationen als alle anderen. Vor allen Dingen, wenn nicht mal einer genauso viel trinkt, sondern alle wirklich. Ne? Und wenn die Whiskyflasche wenigstens zu Hause gewesen wäre, hätte ich so ein bisschen elegant sagen können, ach, ich habe ja noch Whisky hier so zufällig und will auch jemand, ach komm, ich trinke einen und so. Aber so war es ja nicht. Ich musste sie ja noch besorgen. Das war mir dann zu unangenehm. Also habe ich während diesem letzten Bier im Biergarten, bevor wir aufgebrochen sind, überlegt, so, was machst du jetzt? Und dann habe ich, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, ich wollte konsumieren nach dem Biergarten. Aber mit dem Auto sind es 10 Minuten bis zu mir. Und wie schaffe ich das jetzt, bevor wir bei mir ankommen, zu konsumieren? Also habe ich es irgendwie unter irgendeinem Vorwand, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, den Jungs gesagt, hier, ihr fahrt mit einem Auto und ich fahre alleine. Hab dann noch geguckt, bis die weg waren aus meinem Blickwinkel sozusagen, aus meiner Sichtweite und bin dann losgefahren. Und auf dem Weg, man muss nur so einen ganz kleinen Umweg fahren von einer Minute, kommt eine Tankstelle. Und ich bin auf diese Tankstelle drauf gefahren und habe mir 2 Whisky-Cola-Dosen geholt. Bin wieder ins Auto eingestiegen, habe die erste Dose ziemlich schnell leer getrunken, also so fast auf Ex. Hab die zweite Dose geöffnet und ja, die ging nicht mehr so gut rein, weil mein Magen war voll gewesen von dem ganzen Bier und so. Und trinke und es sind schon, die sind schon da gewesen. Und ich wusste das auch. Ich habe das ja in Kauf genommen, dass ich später komme. Nur fahren wir denselben Weg. Ich kann ja nicht sagen, ich stehe im Stau oder sowas. Und dann haben die mir schon geschrieben, WhatsApp und sowas. Oder gab es damals schon WhatsApp? Ich weiß das gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben die sich bemerkbar gemacht und ich sage denen so, ja, ich bin hier auf der Tankstelle, der Kassierer, der braucht voll die lange Schlange und sowas, ich komme gleich. Und nachdem ich das gesagt habe und die bei mir vor der Tür warten und ich die zweite Dose merke, wie ich das so nicht schaffe, das schnell zu trinken, denke ich mir, hey, was eigentlich, das sind nur 2 Minuten im Auto, was eigentlich, wenn einer von denen aus irgendeinem Grund, warum auch immer, ich habe gar nicht mir die Frage gestellt, ob das realistisch ist, umkehrt und hierher fährt. Einfach nur so der Gedanke war da gewesen. Dann sieht er mich ja, wie ich gelogen habe und im Auto sitze und alleine konsumiere, vom Weg zum Biergarten, es gibt gar keinen Grund dafür. Also es ist ja offensichtlich so, dass ich alleine fahren wollte, um alleine schnell zu trinken. Also es gibt ja keinen Grund oder es gibt keine Ausrede mehr dafür, warum ich das tue. Es ist offensichtlich. Und dieser Gedanke war mir so klar gewesen, dass ich mir nur gedacht habe, fernab von wie realistisch das ist, verdammt, das darf nicht passieren. Motor angemacht
und von der Tankstelle runtergefahren und in so eine Nebenstraße gefahren. Einfach nur, dass ich irgendwo stehe, wo ich nicht gesehen werden kann. Ey, total, total krank, total irre. Und die melden sich wieder und ich sage, ja, ich komme gleich, ich komme gleich. Und fahre dann nach Hause. Irgendwann habe ich es geschafft, mit 20-minütiger Verspätung Minimum, vielleicht sogar länger, ich habe es nicht mehr so gut in Erinnerung, fahre in meine Tiefgarage rein. Hat sie wieder so eine Fliege. Fahre in meine Tiefgarage rein. Ey, Leute, ich habe mir eine Fliegenklatsche gekauft, gell? Aber die Viecher, glaubt mir, die ganze Zeit sind hier keine Fliegen, aber kaum baue ich dieses Setup auf, kommen die. Na gut, ich fahre in meine Tiefgarage rein, steige aus und wohl dem Wissen, was ich gerade getan habe, schmeiß mir noch ein Kaugummi rein, sage ich denen eiskalt, ja, der Kassierer, das gibt's nicht, da braucht er da voll lang und sowas. In der Hoffnung, dass die auch nicht fragen, ja, was war denn genau gewesen? Und das fühlt sich auf der einen Seite so falsch an, mir selber gegenüber, weil man ja, es ist einem so klar, was man da gerade getan hat und warum man es getan hat. Man belügt sich in der Sucht ja lange selber, ihr kennt das vielleicht. Ich trinke ja nur, man glaubt sich das ja, also sehr lange glaubt man sich das, wenn man sagt, ich trinke ja nur, weil Fußball ist, weil Wochenende ist, weil Urlaub ist, weil ich jetzt frei habe, weil ich in Gesellschaft bin. Diese tausend Dinge, die man sich da sagt, man ist halt hier nur nicht abhängig, kennt ihr alles wahrscheinlich, ne? Aber in dem Moment ging das nicht mehr. Es gibt kein Argument, so kognitive Dissonanzmäßig. Also vor mir selber gab es kein anderes Argument mehr dafür, als dass ich abhängig war, dass ich das so machen musste, vor den anderen verstecken musste. Und das war so eine Situation, die habe ich vorher nie so gehabt. Und das ist mir unheimlich schwer gefallen, das danach zu verarbeiten, was ich da getan habe. Weil das war dann klar gewesen, dass ich voll in der Abhängigkeit bin. So, das war das erste Mal, wo ich das so krass gemacht habe, während eines sozialen Treffens sozusagen unter irgendeinem Vorwand entwischt und dann heimlich konsumiert und mir eine halbe Stunde quasi mich rausgenommen. Und das ist so belastend für einen, dass man natürlich sich das nächste Mal genau überlegt, ob man in diese Situation wieder geht und was man dann tut und mit wem man es macht und vor wem man was zeigen kann. Mit welchen Leuten trifft man sich, wie viel trinken die, was ist dann für mich in der Situation angemessen, wie viel muss ich drumherum machen und es darf nichts Ungeplantes passieren, weil dann muss ich es ja währenddessen machen und wie schaffe ich das denn? Das war echt hart gewesen, muss ich sagen. Und die zweite Situation, das zweite Beispiel, was ich anführen will, war gewesen eine im weitesten Sinne eine Arbeitssituation. Und zwar war es auf der Arbeit natürlich auch so, dass ich schon längst unzuverlässig geworden bin. Ich habe verschlafen, ich habe mich mal krank gemeldet, meine Leistungen haben nachgelassen, ich habe Fehler gemacht, die ich sonst nicht mache, ich war nervöser. Mich hat man nicht drauf angesprochen, aber ich hatte das Gefühl gehabt, die merken doch was. So, ne? Irgendwas stimmt nicht mit denen. Ob das so war oder nicht, weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich partout drauf geachtet, auf der Arbeit nichts von meinem Konsum zu zeigen, auch nicht über sowas zu sprechen oder so. Und dann kam es zu einer Situation nach der Nachtschicht. Und nach der Nachtschicht bin ich so weiß ich nicht, Viertel nach sechs, halb sieben, whatever, also so Uhrzeiten, wo morgens die Rush-Hour beginnt, wo normale Menschen so zur Arbeit langsam fahren. Ne? So. Und ich habe nach der Nachtschicht bin ich an der Tankstelle gefahren, ziemlich nah an meiner Firma damals und wollte mir zwei Whisky-Cola-Dosen, meine zwei Whisky-Cola-Feierabend-Dosen kaufen. Ich bin also da reingegangen ans Regal, habe mir die zwei Dosen rausgenommen und es war viel los, es war viel Betrieb. Und stelle mich so an die Kasse, an die Schlange. Es war viel los, vor mir standen drei, vier Leute, ich weiß es nicht. Und ich stehe da so mit meinen Dosen in der Hand, sonst nichts. Und irgendwann, so, ne, es wurden schon eins, zwei Leute bedient, vor mir waren noch eins, zwei gewesen, ich weiß es nicht. Hinter mir, ich merke, so sind auch schon wieder Leute. Und ich drehe mich so ganz kurz um, aber nur so, dass ich aus dem Augenwinkel die Schlange sehe. Und ich sehe so, wie zwei Leute hinter mir ein recht hohes Tier aus meiner Firma steht. Also so
Niveau Betriebsleitung, von dem ich ja dachte, ey, die dürfen, ne, der, versteht ihr, es ist ja gar nicht vielleicht, man könnte jetzt sagen, ja mein Gott, du hast Feierabend, du kannst dir auch 10 Whiskyflaschen kaufen, aber mein Gedanke war ja gewesen, du darfst das nicht zeigen, man kann dir auf die Schliche kommen, dass du vielleicht ein Alkoholproblem hast, weil es ist auch, ich meine, wie viele Leute seht ihr, die nach der Nachtschicht, also normale Leute, was auch immer das sein mag, die sich dann 2 Whisky-Dosen holen, nicht in Gesellschaft oder so, sondern offensichtlich zum Feierabend. So. Das, dieses Bild wollte ich dem nicht zeigen. Das wollte ich unter keinen Umständen. Und ich sehe an der Kasse, vor mir ist noch einer. Und ich denke mir, scheiße, Mann, was machst du jetzt? Und ich halte die Dosen so vor mich, dass er das hinter mir nicht sieht. So. Und dann denke ich mir, jetzt zurück ins Regal zu gehen, die zurückzuräumen, ist ja voll auffällig. Vielleicht kennt ihr das so. Wenn jemand eine Schlange vor euch ist und dann einer geht so raus, dann geht euer Blick kurz vielleicht dahin, so automatisch einfach, intuitiv, dann hätte er das auf jeden Fall gesehen. Außerdem, warum soll ich die zurückstellen? Also nee, das geht nicht. Also ich muss den Sekundenbruchstein entscheiden, was machst du jetzt? Ich wollte die nicht kaufen, aber was mache ich denn jetzt? Ich komme jetzt dran, habe die Dinge in der Hand. Entschuldigung, können Sie die... Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich so... Und dann geht der vor mir. Und dann sagt der Kassierer, glaube ich, noch so... Kennt ihr das? Ihr habt nur so eine Sache in der Hand oder zwei. Und er sagt so, das war's. Und ich sage so, Moment. Bück mich so runter. Und unter, also da war es jedenfalls so, unten, da sind so Schokoriegel, ganz unten. Und ich bück mich so runter. Also wirklich ein Akt der Verzweiflung, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Und beug mich zu diesen Schokoriegeln, leg in dieses Schokoriegelfach, so richtig dilettantisch, ich kam mir so vor, das sieht jetzt jeder, was du machst, hinter dir stehen 5, 6 Leute. Leg diese Dosen da zu den Schokoriegeln und nehme mir 2 Schokoriegel raus. Ich tausche die so aus, die Dosen zu den Schokoriegeln und nehme mir 2 Schokoriegel stattdessen. Und der Kassierer hat ja aber gesehen, dass ich davor 2 Dosen in der Hand hatte. Ich denke mir nur so, ja, hoffentlich sagt er nichts. Und dann fragt er noch so, ich weiß gar nicht mehr, was er gefragt hat. Und ich sage dann nur so ganz, nee, nur die Regel, alles gut, ich hab's eilig. Oder irgend sowas habe ich gesagt, total nervös. Ich habe keine Ahnung, ob die das hinter mir gecheckt haben. Ich kam mir jedenfalls total entblößt vor. Und so als hätte, ich denke mir nur, Alter, hoffentlich hat er das nicht gemerkt. Und so, ey, und nehme mir diese 2 Schokoriegel, der Kassierer war total verwirrt gewesen. Ich nehme die 2 Schokoriegel und gehe da einfach raus und schnurstracks an dem vorbei. Tu natürlich so, als würde ich den nicht sehen. Ich denke mir nur, hoffentlich grüßt er mich nicht oder so. Steige ins Auto und atme durch und denke mir, ey, scheiße, Alter, hat er das gesehen oder nicht? Vor allen Dingen dachte ich mir dann hinterher, war das jetzt eigentlich peinlich? Ja, oder hättest du die einfach kaufen sollen, du Idiot? So, dann hätte ich die ja, ich weiß es nicht, aber das sind so Gedanken. Boah, ist richtig schlimm. So, und das dritte Beispiel ist nochmal aus einer sozialen Situation heraus. Da waren wir in einem Fußballstadion, bei uns in Darmstadt. So. Und jetzt muss man wissen, bei uns in Darmstadt, das Stadion ist schon, also mittlerweile nicht mehr, aber damals, das alte Böllenfalter, ziemlich alt, da herrschen noch so ein bisschen andere Gesetze. Und die Organisation drumherum ist ein bisschen alles anders, die Toren sind da ziemlich weit auf, so. Man kommt, also ich sag mal, das Stadion ist sehr weitläufig. Man kommt da ziemlich schnell raus, wenn man gut steht. So. Und es war Halbzeit. Und ich denke mir so, boah, eigentlich könntest du so eine Whisky-Cola-Dose trinken. Und ich frage so die Leute, ey, soll ich eine Runde Bier holen? Und jeder sagt so, nee, ich will nicht. Gut, dann sag ich, dann hole ich mir eins. Und in einem Stadion kann ja lange Schlange sein. Das heißt, wenn ich ein bisschen länger weg bin, muss ich, also das ist ja nicht so auffällig, ist ja nicht unüblich, kommst Halbzeit erst 10 Minuten später, weil voll die lange Schlange. Und genau vorm Stadion ist eine Tankstelle. Und ich denke mir, Alter, eigentlich könntest du zur Tankstelle gehen, dir ein Whisky-Cola holen. Und ich bin ernsthaft in dieser Halbzeitpause an diese Tankstelle gerannt, habe mir eine Whisky-Cola-Dose geholt, habe die ausgetrunken und bin dann wieder zurück zu den Jungs gegangen. Bisschen Verspätung, aber nicht allzu viel. Die haben nur gefragt, hast du dir kein Bier geholt? Ich so, ah nee, war mir dann doch zu lang gewesen. Ich habe jemanden getroffen, geschwätzt, war mir dann zu lang. Okay, ist ja auch plausibel. Aber schon wieder eine Lüge, ist ja klar. So, das wäre ja jetzt nicht so schlimm, aber es ist Folgendes passiert, was ich natürlich nicht wissen konnte und auch nicht drüber nachgedacht habe.
Ich habe, also das Spiel war zu Ende und wir haben noch sehr lange vorm Stadion gestanden, an dieser Tankstelle. Und irgendjemand schlägt vor, hey, lass mal was an der Tanke. Üblich so. Ja, war schon wenig los, alle sind schon nach Hause, was zu trinken holen. Und ich gehe da rein mit den Kumpels und der Kassierer, der ja mich in der Halbzeit gesehen hat, irgendwie kannte, wir kannten uns auch vom Sehen und dem war ich noch in Erinnerung. Und der ruft mir so aus Spaß zu, na, wieder da. Und ich kam mir so ertappt vor. Was? Ja, du warst doch vorhin schon da gewesen. Ich denke mir nur so, Alter, kannst du nicht... Sei doch ruhig. So, vielleicht hat es die Jungs gar nicht gejuckt, die waren auch mit ihrem Einkauf beschäftigt, haben geschwätzt und sowas, ne? Aber ich habe dann versucht, so irgendwie krampfhaft, ey, muss mich verwechseln oder sowas. Und mich auch so komisch angeschaut, nee, du warst doch. Ich habe es alles schlimmer gemacht. Hätte ich gar nicht am Anfang irgendwie drauf, wäre ich gar nicht drauf eingegangen, was der gesagt hat, hätte es die Jungs gar nicht gejuckt. Aber dadurch, dass ich ihn geantwortet habe, hat er ja ständig weitergemacht. Du warst doch vorhin da gewesen, da haben wir doch noch. Und macht ständig weiter und so. Und ich habe das dann irgendwie einfach so wegignoriert und habe so getan, genau, jetzt weiß ich es wieder. Habe so getan, als ob ich irgendwie im Handy was machen muss und habe das so total ignoriert. Und dann habe ich nur zu den Jungs gesagt, ey, holt mir mal was mit, ich muss mal telefonieren. Einfach nur, um aus der Situation rauszukommen. Boah, und diese drei Beispiele sind verschiedene Beispiele, die aufzeigen, was Sucht auch ist. Es ist nicht nur der Konsum, dass man ihn braucht, die Trinkmengen, dass man sie braucht. Es ist zum Ersten der verzweifelte Versuch, nach außen etwas zu zeigen, was schon lange nicht mehr der Fall ist und mit ganz viel Energieaufwand irgendwie zu versuchen, diese Situation mit seinem Konsum zu vereinbaren und ständig mit sich selber in Verhandlungen steht, wo kann ich wie viel trinken und vor allen Dingen, wenn ich mehr trinken muss in der Situation, wie stelle ich es an? Und dafür muss ich lügen und dafür muss ich gut im Kopf überlegen, wie ich das anstelle, wie ich das mache. Und in jeder Situation hätte es sein können, dass ich gesehen worden wäre, dass das aufgeflogen worden wäre. Und so hat mich dieser Gedanke regelrecht, hat sich in mir eingeprägt und ich konnte dann gar nicht mehr bei jedem Konsum oder bei jedem Beschaffung des Konsums hat es dann angefangen, dass ich so richtig paranoide Gedankengänge hatte. Ich habe mir dann zum Beispiel gemerkt im Supermarkt, bei wem ich an der Kasse was geholt habe und an welche Kasse ich dann gehe. Oder wer geht in den Supermarkt noch einkaufen? Ich habe teilweise beim Supermarkt vorher mir angeschaut, kennst du irgendein Auto, der gerade dort einkaufen ist? Und man hat ständig so das Gefühl, also ich habe ständig so das Gefühl gehabt, ich muss diese Beschaffung und den Konsum irgendwie, also es fehlt nicht viel, weil es sind Situationen, wenn man mich da sieht, gibt es keine plausible Begründung dafür, warum ich jetzt konsumiere und warum ich alleine konsumiere und in der Situation und mich rausnehme und offensichtlich lüge. Es gibt keine plausible Erklärung. Ich habe nur gehofft immer, dass ich nicht gesehen werde, dass diese Fassade, dass ich die aufrechterhalten kann, dass dieses Bild, dass das nicht bröckelt, dass das nicht in sich zusammenfällt. Und dazu musste aber vieles passen und keiner durfte mir auf die Schliche kommen und das wusste ich. Und so ist das ständig so, dass man irgendwie überlegt, wie mache ich das da, wer sieht mich da, mit wem gehe ich, wer sagt was. Es sind so viele Kleinigkeiten, es ist so krank irgendwann, man wird richtig, man hat Gedankengänge, die sind, ja, richtig krank und die kosten einen Kraft und Energie und man schafft es nicht mehr, das aufrechtzuerhalten, es geht nicht mehr. Und weil die Luft langsam dünner wird und man merkt, dass sich das Ganze zuspitzt und dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis mal so eine komische Situation auftritt, dass man eben gesehen wird, wie man konsumiert alleine, ohne dass man das irgendwie begründen kann. Und das ist auch schon lange kein Konsum mehr, der einen Spaß macht. Das war es schon längst nicht mehr gewesen. Es war nur noch irgendwie diese Sucht zu befriedigen. Und es gibt wahrscheinlich zwei Arten, wie man darauf reagieren kann. Ich habe krampfhaft versucht, weil ich hatte nach außen immer ein relativ gutes Ansehen gehabt. Ich
habe vieles noch gebacken bekommen, ich habe einen Job gehabt, ich hatte, also meine Fassade hat schwer gewogen, die ich da aufrechterhalten habe. Und ich wollte das auf gar keinen Fall fallen lassen. Meine Reaktion war peu à peu so gewesen, dass ich mich sozial zurückgezogen habe, dass ich eben mich nicht mehr mit Leuten getroffen habe, und weil die Energie, die es bedarf dafür, war zu groß gewesen. Zu knapp waren die Situationen, denen ich entgangen bin, wo ich hätte ertappt werden können. Zu paranoid waren meine Gedanken gewesen, dass ich wirklich auch den Konsum genießen konnte. Es ging nicht mehr. Die zweite Variante, was wahrscheinlich vielen Menschen passiert, sie lassen es zu. Sie lassen die Fassade bröckeln und zeigen das offen und umgeben sich dann vielleicht mit Menschen, denen es genauso geht. Und dann ist man nicht mehr lange weg von den Leuten, die man die ganze Zeit oder vielleicht vor Jahren komisch angesehen hat in irgendwelchen Bahnhofskneipen. Die haben auch eine Geschichte, die sind auch nicht dorthin geboren worden. Das hat auch einen Grund, warum die dort stehen. Und einfach nur, weil man vielleicht besser angezogen ist als die oder vielleicht eine bessere Frisur trägt oder ja offensichtlich ein bisschen anders aussieht als die, ja, ist man gar nicht mehr so weit weg von denen. Weil das ist dann das Offensichtliche, was eigentlich da ist. Bei mir war es auch schon lange da gewesen. Nur ich habe den Weg des sozialen Rückzugs gewählt, weil der Leidensdruck zu groß wurde, diese Fassade stemmen zu können. Ich konnte das nicht mehr. Und ich kann nur jedem raten, den es so geht und wenn es dir so geht. Meine ganze Sucht, die letzten 2 Jahre, und das war so das letzte Jahr vor dem Entzug, diese ganzen Beispiele, die ich gerade gebracht habe. Man ist wie auf einer Flucht, das sage ich auch in verschiedenen Videos von mir. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, auch im Podcast habe ich das gesagt, mit Sebastian Kaspar zum Beispiel. Es ist wie eine Jagd, eine Flucht, ein ständiges Umschauen, wo bin ich sicher, wo kann ich gesehen werden, wo sind Gefahren, wo lauert irgendetwas, dass ich ertappt werde. Und selbst wenn teilweise Situationen unrealistisch sind, aber man weiß den Gedanken, was ist wenn, dann ist ein Kartenhaus zusammengebrochen. Und egal wie realistisch oder unrealistisch es ist, das versucht man unter allen Umständen zu vermeiden. Das bedarf so viel Kraft, dass ich Leute nur sagen kann, tut das nicht. Holt euch Hilfe. Ich hätte mir da schon Hilfe holen sollen. Mein Ego war zu groß. Die Scham war zu groß. Ich habe verzweifelt gedacht, ich könnte das, ich weiß nicht wie lange noch machen, obwohl ich wusste, dass das nicht mehr geht. Es ist ein Spiel, es ist eine Jagd, die man nicht gewinnen kann. Man kann es nicht gewinnen. Und zum Schluss, als ich in den Zug gegangen bin, und das ist sehr lohnenswert, meine Lieben, weil wenn ihr das fühlt, was ich gerade sage, wenn es euch jetzt in der Situation so geht, ich sage euch eins, ja, es ist schambehaftet. Und ja, es fühlt sich nicht geil an, sich das einzugestehen. Und es fühlt sich irgendwie an wie eine, im ersten Moment vielleicht Niederlage oder Schwäche oder sowas. Aber nicht nur, dass man von dem Zeug loskommt. Es ist auch, und das habe ich im Entzug gemerkt, als ich in der Klinik angekommen bin, die Beendigung einer Jagd. Ich bin mir so vorgekommen, ich habe das manchmal verglichen, obwohl ich nicht weiß, ob das so ist, aber wie so Verbrecher, die so von der Polizei abhauen in so Filmen und ständig auf der Hut sein müssen. Ist jetzt ein bisschen übertrieben skizziert, ich gebe es zu, okay, Steineck nicht, aber so habe ich mir das vorgestellt. Es gibt auch so Verbrecher, die werden dann so gefangen und die sagen dann so, boah. Die sind dann auch irgendwo so froh darüber, weil die sich denken, es ist vorbei. Sagen viele dann ja auch so hinterher. Und genau so hat sich das für mich angefühlt mit dem Zug. Boah, es ist vorbei. Gott sei Dank. Und es war schön. Es war erleichternd. Es war nicht nur der Konsum, der aufgehört hat. Es war nicht nur der körperliche Verfall, den ich gestoppt habe, den Tod, den ich ins Auge geblickt habe. Es war nicht nur das gewesen. Es war diese Jagd, diese Hetzerei, die sich peu à peu in mein Leben geschlichen hat, diese Fassade, die immer mehr gewogen hat, diese Energie, die immer größer wurde, die ich aufbringen musste und die irgendwann so übermächtig war, dass ich gar nicht mehr gespürt habe, was für einen Rucksack ich mit mir trage, zusätzlich zur Sucht, was da alles drin steckt. Und dieser Ballast, der da abgefallen ist, der war so immens groß, das habe ich mir vorher gar nicht vorstellen können, wie groß das ist. Es wurde in der Sucht zu meinem Leben. Und ich bin so froh, dass ich dieses Leben
hinter mich gebracht habe und gewisse Situationen, so wie diese, die ich euch beschrieben habe, auch ein Stück weit heute mit Humor nehmen kann, obwohl es eigentlich sehr tragisch ist. Heute weiß ich natürlich, dass es gut ausgegangen ist. Von daher kann euch nur motivieren, geht diesen Schritt. Er ist am Anfang, fühlt er sich nicht geil an, aber der Rucksack, den ihr tragt, der ist so groß, diese Flucht, diese Jagd, dieses Spiel könnt ihr nicht gewinnen. Ich konnte es auch nicht. So, meine Lieben, dann waren das meine abschließenden Worte für diesen Sonntag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet das ein bisschen fühlen. Wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr Anregungen habt oder so, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr mich noch nicht auf Social Media habt, im Kanalbanner und in der Videobeschreibung sind meine Kanäle Flaschengeist offiziell. Folgt mir und gebt mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal. 70% meiner Zuschauer sind immer noch nicht Abonnenten, von daher push the button und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. In Südhessen sagt man Gude. Ihr wisst, bis dann, meine Lieben. Gude. Ciao. Would it be wrong, would it be right if I took my life tonight? Just as I did I mine. Mutilation at a side. And I contemplate suicide. Cause I'm losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Losing my sight, losing my mind. Wish somebody